Nach bisher zwei Teilen meiner Videos über Fische, die man nicht kaufen sollte, kamen von euch immer wieder Fragen auf nach einem weiteren Teil. Offenbar ist das Interesse an diesem Thema sehr groß. In den ersten beiden Teilen dieser Reihe ging es meist um die schiere Größe der Fische, welche für die allermeisten Aquarien einfach nicht passt. Es gibt natürlich noch andere Faktoren und diese rücken nun im Teil 3 in den Vordergrund. Bevor wir loslegen, wenn dir dieses Video gefällt, drück doch den Daumen nach oben und abonniere den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Das wäre sehr anständig von dir. So, jetzt genug der Vorrede, legen wir mal los. Ballonmollis. In der Theorie sind Qualzuchten in Deutschland verboten. Dem wird aber kaum nachgegangen, sonst wäre zum Beispiel bei Hunden auch der Mops schon lange verboten. Deswegen findet man leider immer wieder mal sogenannte Ballonmollis im Handel. Das ist ein völlig deformierter Fisch mit krummer Wirbelsäule und aufgedunsenem Bauch. Durch die Deformierung des Körpers zeigt der Kopf auch schräg nach oben. Abgesehen davon, dass es einfach widerwärtig ist, sowas zu züchten, sieht das doch einfach nicht schön aus. Und die Fische müssen unter diesen Deformierungen das ganze Leben lang leiden. Bei meiner Recherche zu diesem Fisch musste ich leider auch feststellen, dass Ballonmollis im Onlinehandel eigentlich in jedem Shop zu finden sind. Und zwar von Shops, die ja immer betonen, wie sehr ihnen das Wohl der Tiere am Herzen liegt. Da frage ich mich doch, was ist los mit euch? Muss erst etwas per Gesetz verboten werden, damit man so deformierte Tiere nicht mehr anbietet? Also, wenn der Handel da schon keine Verantwortung übernimmt, dann bitte ich euch doch, von solchen Qualzuchten Abstand zu nehmen und das nicht mit einem Kauf zu unterstützen. Glowfish. Die sogenannten Glowfish sind Gott sei Dank in der gesamten EU verboten und der Handel damit kann Strafen bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen. Glowfish sind verschiedene Fischarten, die durch Genmanipulation mit einem Protein von einer Qualle unter entsprechendem Licht fluoreszieren. Sie leuchten in diversen Farben. In der ganzen EU dürfte man sowieso nicht an diese Tiere gelangen, aber es gibt immer dunkle Kanäle. Deshalb bitte ich euch, falls ihr solche Fische mal angeboten bekommt, unbedingt abzulehnen. Sollte mir jemand sowas anbieten, würde ich ihn auch sofort anzeigen. Goldfischmonster. Ja, das habe ich mit Absicht so genannt, Goldfischmonster. Goldfische sind schon sehr lange domestiziert und leiden sehr unter vielen Qualzuchten. Besonders in Asien werden diese vorangetrieben, wo Goldfische ja auch ursprünglich herstammen. Da gibt es jetzt nicht nur wie früher diese Glubschaugen und Himmelsgucker, mittlerweile sogar sogenannte Bubble Eyes, Tiere mit Blasen am Kopf, wo die Augen nur noch nach oben gucken und diese Bubbles, also diese Blasen, die wabern im Wasser umher. Das ist also schrecklich, diese Tiere zu sehen. Und die Fische sind so verunstaltet, dass sie fast nur noch am Boden liegen können. Die meisten wird man in Deutschland nicht zu Gesicht bekommen, aber zum Beispiel die Oranda-Zuchtform ist sehr beliebt. Das sind Schleierschwänze, die ohnehin schon sehr deformiert sind, zusätzlich mit einer teilweise sehr großen Wulst auf dem Kopf, teilweise so stark, dass die Augen sehr eingeschränkt sind. Laut Gesetz ist aber trotzdem in Deutschland keine dieser Zuchtformen offiziell verboten, obwohl es per Definition eindeutig für mich Qualzuchten sind, da das Skelett verformt ist und die Wulst die Fische sehr einschränkt. Aber ich finde auch, dass etwas, wenn es nicht per Gesetz verboten ist, deswegen nicht wünschenswert oder okay ist. Der Papageienbuntbarsch. Der Papageienbuntbarsch ist ein Hybrid aus verschiedenen Buntbarschen. Sie sehen schon für den Laien vollkommen deformiert und entstellt aus. Sie sind so deformiert, dass sie nicht mal vollständig ihr Maul schließen können und deshalb auch nicht jedes Futter fressen können. Auch die Verteidigung gegen andere Fische fällt ihnen oft schwer. Ihre Wirbelsäule ist extrem verkrümmt und deswegen auch die inneren Organe sehr zusammengedrückt. Es ist nicht ganz klar, welche Arten hier ursprünglich mal gekreuzt wurden. Papageienbuntbarsche selber können sich aber nicht fortpflanzen. Es wurden und werden also immer noch gezielt diese völlig verformten Fische gezüchtet. Auch hier erschließt sich mir überhaupt gar nicht, was irgendjemand an diesen Tieren schön finden könnte. Im Handel wahrscheinlich nicht, aber es ist durchaus möglich, dass ihr sowas mal im Internet seht. Bitte kauft sowas auf keinen Fall.
Das waren heute mal nur 4 Fische, die ihr nicht kaufen solltet. Ja, bei großen Fischen ist die Einschränkung die pure Masse der Fische im Aquarium. In diesem Teil verbietet sich eine Anschaffung aus meiner Sicht schon aus reinem Menschenverstand und auch ethisch. Ich bin mir sicher, dass der Großteil meiner Zuseher das genauso sieht, aber in diversen Foren habe ich schon mitgelesen, dass solche Fische sofort auf Interesse stoßen, wenn sie jemand mal zeigt. Hat euch auch der dritte Teil der Reihe gefallen? Fallen euch vielleicht noch weitere Arten ein, die man nicht kaufen sollte? Dann schreibt mir das doch unbedingt mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und